Einen wunderschönen guten Abend zu SimRace TV. Heute zum Fünflauf der Racing Speed Association Wintersaison 2013 und 14 live vom Nürburgring. Mein Name ist, ja, nicht Lutz Enger. Der Lutz ist auch nicht 30 Jahre gejüngert. Ich bin's, der Christoph Weber. Man kennt mich eventuell aus den Livestreams von der Championship Multi League und werde heute den Lutz ein bisschen vertreten hier. Wir sehen's, fünfter Lauf Nürburgring sollte eigentlich bekannt sein, nur ist natürlich die Frage, welche Variante fahren wir? Wird es die Nürburgring GP-Strecke sein oder wird es die Nürburgring Nordschleife sein? Das und vieles mehr erfahren wir jetzt. Und damit sind wir auch auf der Rennstrecke. Gleich geht's los mit den Qualifying, beziehungsweise wie gewohnt natürlich die Streckenvorstellung von Jens Purkott. Der wird gleich kommen, von daher haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. Wir brauchen heute nicht zu hetzen. Es sind noch 5 Tage, dann ist schon wieder Weihnachten. Von daher kein Stress auf der Titanic. Ich würde sagen, Punkte gehen wir nachher drauf ein. Weil da ist es richtig, richtig spannend. Und ich kann euch versichern, dass die Rennen noch spannender werden heute, die 2 Rennen, die wir heute fahren. Einmal über 25 Minuten das Sprint Race und einmal das Main Race über 40 Minuten. Bedingungen trocken, 25 Grad Asphalttemperatur. Und wenn ich so mal gucke, sind wir doch jetzt schon ein paar mehr geworden. Als ich vor einer halben Stunde geguckt habe, da waren mir noch so 10 Leute auf dem Server. Da habe ich mir gedacht, naja, okay. Das wird passen, aber jetzt schaue ich gerade mal und wir sind sage und schreibe, wenn wir SimRace TV abziehen, 23 Fahrer. Unglaublich. Habe ich jetzt gar nicht so gedacht, um ehrlich zu sein. Aber ich wurde mal wieder eines Besseren belehrt. So, wie gesagt, oben findet gerade ein kurzes Briefing statt. Und sobald das beendet ist, kommt der Jens dann runter. Bis er runterkommt, schauen wir uns mal eben die Erfolgsgewichte an, das Ehrenblei. Da nämlich aussieht, wir haben da gerade keine Grafik, aber ich sag's euch einfach mal. Und zwar hat der Stefan Hauenstein 40 Kilogramm plus 15. Der Dennis Erner hat dann insgesamt 40 Kilogramm. Der Martin Schmidt, den ich noch nicht gesehen habe, ist für heute nicht mit dabei, hätte 25 Kilogramm. Der Robin Frischkopf hat 50 Kilo. Der, jetzt lasst mich eben gucken, der Danny Volkert hat 15 Kilo Erfolgsgewicht und. Wer versteckt sich hinter den Nachnamen Rückert? Muss ich erstmal ganz schnell suchen, kleiner Augenblick. Es hat sich sehr kurzfristig entschieden, dass ich heute hier kommentieren darf. Und ja, von daher nicht wundern, falls es mir den Namen nicht so ganz klappt, aber ihr werdet es mir schon verzeihen. Der Christian Rückert ist es ganz genau. Der hat 15 Kilogramm Ehrenblei. 20.29 Uhr haben wir es. Das ist das letzte Rennen der RSA für das Kalenderjahr 2013. Ich werde jetzt lügen, wann das nächste Rennen ist, aber ich kann euch sagen, das nächste Rennen ist noch gar nicht hier eingetragen, sehe ich gerade. Oder ich kann nicht gucken. Oh, gut. So. Ganz genau. Favorit heute natürlich auch, treuen RSA-Zuschauer wissen es natürlich, ist natürlich der Robin Frischkopf vom Team X-Ray 12 mit 68 Punkten führt er da. 6 Punkte Vorsprung auf den Stefan Hauenstein. Aber wie gesagt, auf die Team- und Fahrer
Dann gehen wir im Warm-up auf ein. So, ich warte jetzt eigentlich, dass mein, ja, Streckenvorsteller, da haben wir noch ein Bild im Nissan GT-R GT3, auch genannt Jens Purkort, der Star-Moderator, wie Lutz ihn ja einige Zeit genannt hat. Ob er es jetzt immer noch macht, das kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ihr wisst es. Ihr schaut ja fleißig die Streams hier bei der Racing Speed Association. Ja, und kaum redet man über ihn, ist er auch schon da. Wunderschönen guten Abend, Jens. Ja, mein Mann, du passt doch auf. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. So, und ich habe ja eben gerade schon gesagt, jetzt ist einmal die Streckenvorstellung von Jens Purkort. Nissan GT-R, ja, ein Auto, was vielleicht viele kennen. Als GT3-Auto gibt es zwar noch nicht so häufig auf der Welt. Ich glaube, insgesamt gibt es nur, lasst mich lügen, sechs Modelle auf der ganzen Welt. Wir haben sie natürlich alle. Ja. Und noch viel mehr. Lass mal sehen. Ja, ich habe es leider Gottes schon vorweggenommen. Wir fahren den Grand Prix-Kurs und ja, jetzt sollte es auch jeder erkannt haben, dass wir die 5,4 Kilometer-Variante fahren und nicht die Sprintstrecke. Genau, also lass mich einmal ein bisschen über Start-Ziel fahren, dann werde ich ein bisschen was zu der Strecke sagen. Bis dahin können wir einfach nur erzählen, was wir heute machen. Das ist der fünfte Lauf der Wintersaison. Bevor wir dann in die Weihnachtspause gehen, dann machen wir traditionell, setzen wir ein Rennen aus, sodass jeder in Ruhe Weihnachten und Neujahr zelebrieren kann und dann ja, ausgeruht wieder hier ins Lenkrad greift. 12 Rennen fahren wir in der Saison, also ist noch nicht ganz Halbzeit. Spannend ist es aber alle Male. Vor allem auch ausgenüchtert. Ja, deshalb machen wir ein bisschen länger Pause, ne? Das hast du jetzt gesagt. Gut, dass ich keinen Tropfen Alkohol trinke. Ich habe solche Probleme nicht. Ja, jetzt gerade beim Fahren kann ich das auch nicht, weil ich muss ständig hier den Sprechknopf drücken und schalten, dann komme ich nicht einmal in die Pause. Okay, gut, müssen wir da auf der Geraden machen. Wir suchen uns mal eine gute Onboard-Kamera schon mal aus. Genau, hier ist eine perfekte. Ja, soll So. ich mal sagen, viel Spaß mit dem Jens Purkort. Genau. Vorstellungsrunde am Nürburgring. Genau, wollen wir mal hoffen, dass wir das von Sandford hier also nicht wiederholen. Da habe ich mich nämlich schön gedreht. Sehr zur Freude vom Lutz. So, das ist jetzt eine ganz wichtige Kurve. Hier muss man ganz viel Schwung mitnehmen. Und ich habe es gerade schon mal probiert, die ganz eng zu nehmen. Dann trifft man auch gerne schon mal die Leitplanke. Das ist dann sehr unangenehm für die Leute, die hinter einem fahren. Weil man bleibt hier plötzlich stehen. So, die Gerade macht hier am Ende einen kleinen Rechtsknick. Den muss man noch mitnehmen und dann geht es dann hier so unter und in diesem Loch muss man dann das Auto so rechts rumschmeißen und dann geht es in diese Mercedes-Arena. Also erster Gang, zweiter Gang, dann wieder hier so schön tief in die Kurve reinbremsen. Das Auto arbeitet hier und schön rausbeschleunigen. Zweiter sind wir dann in den dritten und wieder runter in den zweiten und dann ist eine ganz langsame Ecke. Man glaubt, man könnte schneller, aber man muss hier auch noch ausholen, weil hier nicht viel Schwung. Jetzt habe ich auch die nächste Gerade. So, dann kann man einmal kurz durchatmen. Dann kommen wir bis so vierter, fünfter und dann gehen wir hier in den dritten, schön an den Curb dran und hier raus beschleunigen. Nicht zu viel, weil wir müssen auch hier wieder ein bisschen ausholen. Zweiter Gang. Und dann geht es hier runter in den nächsten U-Turn. Das ist vielleicht eine Stelle, wo man eventuell ausbremsen kann, aber die Gerade hier runter ist einfach relativ lange, relativ kurz. Und man bremst hier auch so tief rein, dass sich da richtig daneben zu quetschen ist da heikel. So, jetzt kommen wir zu einer sehr schönen Stelle. Michael Schumacher Kurve nennt sich das hier, glaube ich. Das ist eine links-rechts, die mit dem Auto so fast voll geht. Man muss hier so leicht lupfen über die Curves. Auto ist immer unruhig. Oh, und dann kommt man hier 90 Grad links. Früh anbremsen, in den Curve ein bisschen mitnehmen. Nicht so wie ich, da hat nichts verfehlt. Das verschenkt man. Oh, und ganz wichtige Kurve jetzt hier rechts auch an die Curves dran. Nicht zu viel rutschen, weil das hier ist somit die längste Gerade. Auch wenn ihr hier eine Kurve seht, die wird einfach voll gefahren. Und dann kommen wir zur NGK-Schikane, also die finde ich total doof. Die ist so eng und unrhythmisch und hier mit diesen Schnellern versehen. Das haben wir bewusst ein bisschen höher gemacht, damit nicht gecuttet wird. Ja, das ist einfach unrhythmisch, passt nicht in diese Strecke. Der Rest ist ganz schön, aber alleine schon in dieser Schikane ist das nicht so ganz mein Favorite. So, und hier wieder, wie gesagt, nah an den Körper, Auto ein bisschen rutschen lassen. Und da sind wir schon wieder auf Startziel. Und ich habe mich nicht gedreht. Ein Applaus für Jens Purkort. Ja, und das auch noch unter 2 Minuten. Ja, also 1,578 ist gar nicht so schlecht, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich vermute mal, dass wir gleich im Qualifying Zeiten sehen werden, so um 56 ganz, ganz tief.
55er, vielleicht haut eine raus, aber das ist so. Ich denke, du musst eine 56er fahren, um in das Top 5 Qualifying zu kommen. Aber mit einer 57, 8 liegst du hier, glaube ich, schon im Mittelfeld. Mal gucken, wo es mich gleich hin versteht. Du wirst natürlich in die Top 5 fahren, ne? Ist mir noch keinmal gelungen in der Saison. Ich habe, glaube ich, dreimal ganz knapp dran gekratzt mit. War kurz dahinter, aber im dritten war ich noch nicht, bei den Testrennen schon. Das ist ein schöner Kick mit dieser nur einer Runde, die man fahren darf. Da kribbelt es auch bei einem Testrennen und wirst es gleich sehen. Also es ist noch nie so ausgegangen, wie also die fünf Jungs haben noch nie in der gleichen Reihenfolge gestanden, wie nach dem ersten Qualifying. Okay, sind wir ja gespannt. Vielleicht klappt es ja dadurch, dass heute ein anderer kommentiert. Man weiß ja nicht. Ja, genau, so. Wünsche ich dir viel Spaß. Genau, dir auch. Ja, ich hoffe, du kommst. Klar, sind ja keine schwierigen Namen dabei, haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Zum Interview komme ich auf jeden Fall mal rüber und auch wenn ich vielleicht nicht auf dem Podium stehe, aber dann kann ich dir nochmal ein bisschen was dazu sagen zu dem heutigen Abend oder mal hören, wie es dir ergangen ist. Und ich freue mich schon mal drauf, mir morgen den Stream anzuschauen. Christoph, sag mal Prost, bis nachher. Ja, Prost, viel Spaß. So, Freunde, der gepflegten Abendunterhaltung. Das war doch recht interessant. 1,56. Okay, müssen wir uns im Hinterkopf beibehalten. Denn diese Zeit für ein GT3, das ist schon relativ schnell für diese 5,4 Kilometer lange Strecke. Ja, der Jens hat schon gesagt, jetzt geht's erstmal ins Qualifying. Jetzt dürfen erstmal alle fahren und wir suchen uns eine Handvoll Fahrer aus, nämlich 5 Stück, die dann in ein separates Qualifying fahren. Ich müsste gerade mal gucken, ob das wirklich jetzt hier so im Dunkeln befahren wird. Wenn, denn ist es natürlich sehr, sehr interessant. Hat man mir nicht gesagt. Aber vielleicht wird da nochmal bescheidet. Also auf jeden Fall haben wir jetzt 20 Minuten Qualifying, wo alle fahren dürfen. Und dann planmäßig 20.50 Uhr. Okay, wir sind ja schon zwar 7 Minuten drüber, aber ich meine, hey, 5 Tage vor Weihnachten darf man das auch mal. Also haben wir so gegen 21 Uhr dann das Top 5 Qualifying erleben. Ah, okay. Es wird nochmal geschaltet. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Aber so Night Qualifying, das wäre mit Sicherheit auch richtig gut. Vielleicht für die nächste Saison. Einmal müsste noch umgeschaltet werden. Hier, das ist der Stefan Hauenstein. Okay, der drängt sich mal gleich vor und denkt sich, ja, ich parke jetzt in der Reihe. Und mit Erfolg, denn er ist auch der Erste auf der Strecke. Schauen wir mal, wie es dahinter aussieht. Ja, da haben wir so die ganzen Fahrer. Hier haben wir einen Ferrari von Erna Motorsport. Ja, dann bleiben wir jetzt einfach auch mal bei Stefan Hauenstein. Denn er wird gleich erstes hier eine Zeit setzen, wenn er durchfährt. Armin, da haben wir ihn, okay, auf der 19. Position. Das Team Asus Ultimated. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, dahinter kommt schon Dominik Small, wenn ich das richtig sehe. Ja, der legt da auch ganz schön zum Suchen. Ja, das ist hier die gleiche Karte, wo Jens ja gerade so korrekt geflucht hat. Aber jetzt, wenn ihr die Kurzanbindung gefahren wärt, dann hättet ihr auch die Motorradversion fahren können. Die ist nicht so ganz eng.
aber eng wird jetzt für Stefan Hauenstein, denn es geht darum, ob der vielleicht noch mal fahren darf im Top 5 Qualifying von der Position der Meisterschaft, würde ich jetzt mal ganz klar sagen, ja, aber das hat eigentlich nichts zu bedeuten, denn wir wissen, wir haben ein Sprint und ein Main Race. Einmal über 25 und Main Race über 40 Minuten. Wichtig ist er jetzt auch natürlich dadurch, dass er als erstes rausgefahren ist. Alle anderen zwar auch dahinter sind, aber wir haben noch ein paar Fahrer in der Box und dass die nicht gerade, ne? Okay, ich sehe gerade, es ist nur einer. Nämlich der Yari Stark. Stark, so. Da hat er relativ auf freie Fahrt. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, denn wir sind ja 25 Fahrzeuge mittlerweile. Der Martin Schmidt ist dann doch noch zu uns gestoßen. Willkommen auch an den Martin. So, der Patrick Flügelstell. Ich habe mir sagen lassen, wenn ich euch einfach den Namen Rösti in den Raum werfe, dann wisst ihr es. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass es stimmt. Und was wir gleich auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Zeit von Steffen Hauenstein auch stimmen wird, weil ich habe noch nichts erkannt, was eventuell einen Cut innen könnte. Die Kaschikane hat er ganz ja gesagt, dass da, also wer da noch cuttet, der, ja, noch höher gehen die Teller nicht. So, jetzt einmal raus beschleunigen. Und für die erste Runde ist es eine 1:58.715, das ist die Zeit, die es jetzt zu schlagen gibt, und die wird auf prompt geschlagen von unter anderem Dominik Smoll. Schauen wir mal, was der Jens hier so offen. Ach, das ist mittlerweile eine 1:55. Soll ich noch Replay? Doch. 1:56.715. Jetzt ist es der Dennis Volker mit einer 1:56.586. Wir gucken mal so durch. Michael König aktuell auf der 2. Auf der 3 dann jetzt Foucault, also Platzierung gleich Startnummer. Auf der 4 haben wir Robin Frischkopf. Das kann sich jetzt natürlich alles schlagartig ändern. Ja, hier haben wir Jan Baschnissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist ein Schweizer, das soll ich gleich dazu sagen. Von daher probiere ich es gar nicht erst großartig, jetzt richtig aufzusprechen. Sorry an den Jan. Ja, lasst ihr von Jens meine Adresse geben für die Drohbriefe. So, dann haben wir hier auf der 8. Position den Günther Karrer. Mit einem G dahinter, da würde mich mal gerade interessieren, ob das, wofür das G steht, hätte ich vorher nochmal nachfragen sollen. Ja. So, jetzt einer hier im Ferrari 458 Hankook, aktuell auf der 10. Position. Klingt natürlich klar, die Motorsport-Fans werden das Fahrzeug kennen, war ja eine ganz große Überraschung mit einem GT2-Renner und ja. Mal weiter. Der Andreas Braun auf der 12. Position. 13 Michael Pregartner. Wenn vielleicht treue Simrace TV-Zuschauer auf jeden Fall so sagen. Und viele andere Namen natürlich auch. Das ist Jäger auf der 13. Nee, auf der 14 jetzt. Auf der 14 mit seiner allerersten Runde. Das muss man sich mal vorstellen. Der Stefan Hauenstein. Ja, die 1:58, da merkt man, oh, jetzt wird's aber heiß, auf Position 8 soll sich jetzt der Markus Barnhold jetzt deutlich gebessert haben, aber da ist ein Plus von 0,1 Sekunden, haben wir eben gerade noch gesehen.
Aber wir schauen mal. Ich muss sagen, der Live-View, den wir übrigens auch auf der Race. Oh mein Gott, jetzt geht das schon wieder los. RFA Race Day Speed Association findet den Live Racer Live View. Da muss ich mich auch dran gewöhnen. Ich bin ja sonst zwei verschiedene Live Views gewöhnt. Aber hier der Michael auf Position 5 aktuell. Dann schauen wir mal weiter. Wer noch ein potenzieller Kandidat? Michael König aktuell auf der 4. Eine Zeit von Dominic Small wäre dann aktuell eine 1,55er der hohe, aber rechts hier die Stelle, wo dieser Reifenstab besteht an der Leitschiene, das ist das, was der Jens meinte. Also, wenn du da gegen fährst und wieder hinten, und auch für Michael König, weil das hat nicht gereicht. Zweite Position, 53.000 dahinter. Gehen wir mal zum ersten, der jetzt gleich nicht mehr fahren dürfte. Das ist der Robin Frischkopf. Der kommt doch auch aktuell an die Box. Ich muss sagen, wir haben hier sehr, sehr viele Nissans. Martin Schmidt. Hier haben wir für Rhino Sim Racing. Ich weiß nicht, ob da noch irgendein Teamnamenzusatz ist. Ich denke mal nicht. So, aktuell sonst keine offene absolut schnellsten Rennrunde, wie ich es gerade sehe. Obwohl, hier werden jetzt feuert es hier aber ganz schön im Live-View, muss ich sagen. Drei Fahrer werden hier mit Flammen angezeigt. Unter anderem auch hier Dominic Small, 10.000stel. Plus auf seine eigene Zeit. Wir sehen es oben links und mit 1,56,240 sind schlagen. Ja, perfekt, da haben wir sie. 10 Minuten haben wir noch. So, jetzt schauen wir mal. Dominic Moll, schafft er es? Ist es das Besseren? Ja, er schafft es. 1,56,204. Er sind zwar nur 36.000, aber die könnten eventuell irgendwann entscheiden sein. Wenn es darum geht, wer Top 5 qualifizieren kommt. Da sieht es aktuell für den Kukos ganz gut aus. Calabres, ja, wenn der Lutz heute einmal nicht kommentieren kann und ich das für ihn übernehme, fährt er Top 5 Quali, das glaubt mir keiner. Okay, er hat die Runde auch abgebrochen, sehe ich gerade. Dann gehen wir zu Martin Schmidt. Position 4. Das ist auch so eine ganz knappe Angelegenheit. Also zwischen Position 1 und 5 liegen 0,824 Sekunden. Hört sich im ersten Moment 4 an, aber bei 25 Fahrern ist das fast gar nichts, wenn wir uns mal anschauen. Fahrer sind innerhalb von 3 Sekunden, also das ist schon richtig top. Martin Schmidt macht hier kurz das Licht an, um zu zeigen, aufpassen, ich komme. Und aufpassen heißt es jetzt auch, denn er fährt auf Position 4. Er verbessert sich nur persönlich mit einer 1,56,723, der Martin Schmidt. Gucken wir nochmal. Der Markus ist an der Box. Dann gucken wir zu Dominic Small, denn next try. 600stel. 8 Minuten haben wir noch.
Und das reicht nicht. Da hat er 2 Zehntel verloren, erstaunlicherweise, aber fährt prompt wieder raus. Also, ne? Tausendstel hat er aktuell Vorsprung, das sind 900stel und 900stel, das ist im Motorsport gar nichts und in der Realität sowieso nicht. So, ich drücke mal jetzt einfach irgendeine Zahlenkombination und dann sind wir auf der 15 gelandet. Dann gucken wir mal, hier haben wir den Drescher. 16. Position, aktuell 2 Sekunden hinter Max Wolf, fährt hier ein Ferrari 458 Italia 3. Ja, und das sehen wir schon, da muss er schon kämpfen hier in der Mercedes Arena. Hat vor sich auch ein bisschen Verkehr. Mal ersten Sektor an, 0,5, 2 Sekunden plus und jetzt hängt er es aber in die ganze ab. Also, ne? Chapeau, chapeau, das muss man auch erstmal schaffen. Es schafft wirklich nicht jeder. Also, es sieht natürlich jetzt für euch vor den heimischen Bildschirmen so leicht aus, aber wir haben schon am Jens gehört, also manchmal muss man da richtig, ja, sind die Rennen anstrengend. Gut, dass wir Winter haben, weil das. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt noch im Sommer fahren würde, eieieiei. So, eieiei, wird sich jetzt auch der Michael König denken, denn er ist 1/10 schneller als Dominik Small, aber wir haben es ja auch eben gerade gesehen, das kann ganz schnell hier gelb werden. Und hier besteht die meiste Gefahr eigentlich. Seine Zeit, ja. Zu ruinieren, indem man über den Anti-Cut fährt oder ja, nicht schnell noch wieder raus beschleunigt, aber das passt, das ist die 1:55.977 und damit gehen wir prompt zum nächsten, das ist nämlich den Danny Volkert. Hier haben wir auch 1/10, der war dann eben 2/10 schneller als der Dominik Small und erstaunlicherweise ist Jens Pokot immer noch auf der 5. 15 Minuten sind schon gefahren im ersten Qualifikationstraining. Und ja, da hat er sage und schreibe eine halbe Sekunde verloren, der Danny. Bricht auch sofort die Runde. Ja, Dennis Erner hat sich gerade verbessert auf die 6. Position. 1,1 Sekunden hinter Michael König. So, Dominik Small kann es nicht sein lassen. Er möchte unbedingt auf Position 1. Aber wie gesagt, an einigen Stellen, da merkt man richtig, dass er im Blei. Vor allem bei diesen ganzen Bergaufstücken. Sind wir jetzt gespannt. Zum nächsten Mal. Mal so gerade die Abstände zu den Nächstplatzierten angeguckt, da ist nicht eins mal ein Fahrer, wo eine halbe Sekunde Unterschied ist. Das sind teilweise nur 1/2 Zehntel, maximal 3. Also da merkt man mal, wie ja gleich schnell dieses Feld einfach nur ist. Aber erstmal gucken wir beim Dominik, ja, das hat nicht gereicht. Das ja, da hat er eine Menge verloren. 0,6 Sekunden. Oder Jens ist ebenfalls an der Box. Dann gucken wir mal zum Dennis Erner. Weil, wie gesagt, da geht es darum, verhindert es der Dennis, dass Jens Pukor zum ersten Mal in dieser Winterseason ins Top 5 Qualifying kommt. Er hat vor sich Verkehr. Aber es sollte passen. Oh, muss hier das Ausfahren? Kommt hier auch noch zu weit raus. Ich denke mal, die Runde ist nichts geworden. Würde mich jetzt stark werden und da der nächste Schlechter und hier auch nochmal ein bisschen zu weit. Das kostet alles diese Zeit und da sehen wir es auch. 1,8 Sekunden. So, der nächste potenzielle, das ist nämlich der Fred Dunkel. So, Dunkel.
0,2 und da sehen wir, wie heftig es hier über die Curve noch geht. Und da ist das Qualifying auch schon vorbei. Okay, das lief jetzt ohne Ankündigung, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte jetzt mit 20 Minuten gerechnet, wir sind jetzt dann doch nur 17 gefahren. Okay, wird schon stimmen, aber herzlichen Glückwunsch, Jens Purkort, ja? Ist das erste Mal im Top 5 Quali? Mensch, Lutz, falls du das gerade siehst, ja. Nein, Spaß. Dann gucken wir mal. Also es dauert jetzt, wie gesagt, kleiner Augenblick. Jetzt muss kurz zu den Sessions geschaltet werden. Genau, jetzt sollte es stimmen. Schauen wir mal eben nach. Ja, Jens Purkott und folgende Fahrer dürfen jetzt rausfahren. Der Martin Schmidt und der Danny Volkert. Das sind die ersten dreien. Aber wir schauen erstmal Jens Purkott zu. Er hat nicht dran selber gedacht, dass er jetzt hier fahren darf. Also Weltpremiere für ihn. Ich hoffe, er kennt den Qualimodus, aber er hat ja das nicht überrascht, der von der Sitze. Passend! So, das dauert jetzt alles einen kleinen Augenblick. Jetzt gleich wird der Martin Schmidt rausfahren. Ich hoffe, der Stream läuft soweit ohne Probleme und ruckelt nicht. Ansonsten kurz was schreiben dazu. Ich habe mal gerade geguckt, er leckt zumindest bei mir nicht. So, und damit wird jetzt für Jens Purkott ernst. Auf geht's für ihn. Die erste Sektorzeit wurde uns jetzt gerade nicht eingeblendet, aber ich kann es euch sagen, das sind nämlich 36,814 Sekunden. Bin mal gleich gespannt, was bei Martin Schmidt und Danny Volkert kommt. Wir bleiben aber währenddessen bei Jens Purkott. Wechseln dann immer, sobald der Überstartziel ist, dann auf die jeweiligen Fahrer.
Also Dominik Small macht sich gerade fertig, sehe ich. So, aber Martin Schmidt toppt erstmal die Sektorzeit mit 36,7 Sekunden. Also sind da schon mal 0,08 schneller. So eben mal mit Überschlag ausgerechnet. Dann gucken wir uns jetzt mal den Danny Volkert an. Was er jetzt so gleich hinblättern wird im ersten Sektor. Ah, 36,816, aber jetzt erstmal Jens Prokhorst, der fährt über Startziel mit einer 1,57,144 und damit gehen wir zu Martin Schmidt. Da haben wir es, eine Viertelsekunde, aktuell langsamer als Jens Prokhorst. Martin Schmidt kommt mit einer Zeit von 1,56,842 und ist damit eben mal so 13 schneller als der Jens Prokhorst, aber hier der Danny Volkert, der jetzt aber sind wir über eine halbe Sekunde aktuell. Und das reicht für Danny Volkert. Das ist eine 1,56,608. So, und jetzt zählt's für Dominik Small und gleich der König. Kann es jetzt sein, dass es dreimal Nissan war? Jetzt muss ich erst mal gucken. Nissan, also das ist ein reines Nissan-Qualifying. Also die Pole hat damit ein Nissan GTR. So viel können wir schon mal sagen. Und was wir jetzt erstmal sagen können, ist, dass Dominik Small im ersten Sektor schneller ist mit 36,641 Sekunden. Jetzt beginnt auch Michael König seine schnellste Rennrunde. Kann euch sagen, der König kommt jetzt erst über den ersten Sektor. Dominik Small 0,36 Sekunden. Also, uiuiui, also es wird ein Kampf zwischen Michael König und Dominik Small. Denn Michael König, ja, ist nur aktuell 11.000stel langsamer als die Sektorzwischenzeit von Dominik Small. Der kommt jetzt auch gleich über Startziel. Wird über den Körb hier gefahren. Und nächstes Mal wird damit, falls er jetzt keinen groben Fehler, ja, ganz klar die Führung übernehmen. Mit einer 1,55,640 und damit gehen wir jetzt zu Michael König, weil jetzt geht's darum. Schafft es eventuell doch noch, aber wenn ich mir so diese Sektorzeit angucke, dann sag ich, nee, eigentlich nicht, außer er zaubert jetzt irgendwo noch 13. her. War bei diesem letzten Abschnitt hier sehr, sehr schwierig. Und hier vielleicht ein bisschen später bremsen und ein bisschen eher rausbeschleunigen, nee, das ist dann wieder zu gefährlich. Check ausbricht. Aber er würde aktuell auf der 2 fahren und ich denke mal, das wird auch so sein. Michael König fährt auf die Position 2 mit einer 1,55,881 und damit, ja, haben wir unsere Startausstellung für das Sprint Race
Und die sieht nämlich wie folgt aus. Herzlichen Glückwunsch zur Pole Position Dominik Small. Auf der 2 Michael König. Auf der 3 Danny Volkert. Auf der 4 Martin Schmidt. Auf der 5, ja, ihr lest richtig, Jens Purkott. Auf der 6 Dennis Erner. Bin Markus Farnhold. Auf der 8 Robin Frischkopf. Auf der 9 Michael Frischer. Auf der 10 haben wir den Fred Dunke. Auf der 11 Stefan Hauenstein. Auf der 12 Jürgen Engerhardt. Frage ich mich gerade, ob das jetzt eigentlich der Vater oder der Sohn ist von Christian Engelhardt. Oder ob die gar nichts miteinander zu tun haben, das kann natürlich auch sein. Naja, auf jeden Fall, auf der 13 haben wir hier den Jan Waschnitz. Auf der 14 Rösti. 15 Jens Erner. 16 Oliver Ketzer. 17 Andreas Braun. 18 Günther Karra. 19 haben wir dann den Arne Bachen. Also hier runterscrollen mit meiner Liste. Auf der 20. Position Michael Briegartner. Auf der 21. ist Ilchger. Auf der 22. Lars Okoski. Auf der 23 haben wir den Laubach, ja, ich denke mal Michael heißt er, auf der 24 Ulrich Windmüller, 25 Ralf Mindwegen, 26 Jari Stark, 27 sind wir und dahinter haben wir noch den Alex Bigner. Das ist unsere Startaufstellung. So, weil gerade nicht so viel auf der Strecke los ist, blenden wir euch nochmal ganz kurz den Flyer ein. Und wir machen mal ganz kurz Top 10, würde ich sagen, von der Fahrermeisterschaft. Da sieht es nämlich wie folgt aus. Robin Frischkopf führt dann nämlich mit 68 Punkten vor Stefan Hauenstein mit 62 Punkten. Auf der 3 Dennis Erner mit 61 Punkten. Martin Schmidt 58 Punkten. Auf der 4, auf der 5 haben wir den Kevin. Wollen wir mal eben oder so ähnlich, habe ich es richtig ausgesprochen. Der ist heute nicht mit dabei. Jetzt habe ich ihn jetzt im Qualifying nicht gesehen. Auf der 6 mit 38 Punkten, denn der Danny Volkert. Auf der 7 Jens Purkott 35 Punkte. Auf der 8 Christian Rückert mit 33 Punkten. Auf der 9 Edgar Ostermann, heute auch nicht mit dabei, mit 32 Punkten. Und auf der 10 Fred Dunkel mit 26 Punkten. Stimmt, der heißt Christian Rückert, nicht Christian Engelhardt, das ist ja ein realer Heimfahrer. Genau, lange haben wir es nicht mehr. Ja, das erste Rennen wird 20 Minuten gehen. Das sogenannte Sprint Race. Dann mit einer Pause von 5 Minuten geht es dann weiter mit dem Main Race. Da fahren wir 40 Minuten. Boxenstopp-mäßig weiß ich nicht. Ich habe nichts im Reglement gefunden. Thank you.
schaue währenddessen nochmal nach. Vielleicht gehen wir ganz kurz für die neuen Zuschauer. Ich sehe mich da jetzt auch mal als neu. Das Einzige, was ich bis dato hier gesehen habe, war die Fahrzeugauslosung. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte sonst wenig Zeit, hier mal reinzuschauen. Ich gucke ja sonst immer gerne die RSA-Streams, weil da ist ja immer Spannung pur. Das hat er noch nicht so geschafft. Und da sieht es nämlich wie folgt aus. Für Sprint Race gibt der Sieger 12 Punkte. Im Zweitplatzierten 10 Punkte. Und dann geht es weiter 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und alles, was darüber hinausgeht, 0 Punkte. Für das Main Race gibt es dann 16 Punkte für den Sieger, für den Zweitplatzierten 14, für den Drittplatzierten 12 und dann geht es ebenfalls in einer Schritten runter 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und alle anderen 0. Ein Zusatzpunkt gibt es für die Pole Position, ein Punkt für die schnellste Runde im Sprint Race und Punkte gibt es erst ab 75% der zurückgelegte Renndistanz, das wäre dann im Sprint Race. Auf 15 Minuten und im Main Race 30. Ja, man muss eben halt da auch ganz schnell Kopf rechnen. Attention grid, will all non-essential personnel leave the grid now. Top 10 nach dem Sprint Race werden dann in umgedrehter Startreihenfolge, denn zweite Rennstarten, genau. Im Reglement steht im zweiten Rennstarten die ersten 10 Fahrer vom Zieleinlauf des ersten Rennens in umgekehrter Startreihenfolge. So, wir gehen wieder live auf die Strecke. Ihr habt genug diesen tollen Flyer gesehen. Und das also in der Runde Reconnaissance der gewöhnt, muss ich hier mal ganz ehrlich sagen. Und dann eine Einführungsrunde, aber das Ganze wird mal jetzt eben ganz kurz, ja, unterbrochen und wir sind direkt in der Einführungsrunde. Wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich hatte wenig Zeit, jetzt in diese Rennserie einzulesen, aber wir versuchen das Beste. Lieber ein bisschen nochmal ins Reglement nebenbei reingucken, als gar kein Stream. Und ich weiß ja, die Leute freuen sich ja vor allem der Jams, wenn ich immer zusage. Eigentlich bin ich ja schon längst seit Ende, sag mal, in der Winterpause, aber ich wurde dann doch nochmal, ja, aus meinem schönen Teneriffa-Urlaub, ja, schön wär's, rausgeholt. Für die RSA natürlich. Gucken wir uns mal hier das ganze Feld an, das dauert natürlich jetzt auch gleich ein kleines bisschen. Denn, ja, in den meisten Rennserien mit GT3-Fahrzeugen wird fliegend gestartet, aber hier wird stehend gestartet. Und dann nicht wundern, dass die Zeit da oben auf 0-0 ist. Das wird gleich aktualisiert. Da kommen wir jetzt alle. Also, ich kann mich da jetzt auch täuschen, aber ich habe jetzt eben gerade nur Nissan und Ferrari gesehen. Das ist so eine deutsch-italienische Meisterschaft oder wie? Mit ich kann mich natürlich auch täuschen, aber wir werden das noch herausfinden. Und wir werden gleich erstmal herausfinden, wer jetzt hier den besten Start hat. So, zack, da stehen sie. So, hier drehen wir. Und uns mal an, da kommen sie. Ah, der Zaun ist ein bisschen nah am Weg. Irgendwo ganz fix eine
Schnelle, gute Kamera, die ist mir zu weit weg. Ja, die ist doch perfekt, die wollte ich haben. So, da hinten kommen jetzt die letzten an. Oh Gott, das Startgrid reicht ja fast gar nicht. Aber okay, das passt. So, das passt, das heißt, es geht los. Sprint Race, Nürburgring, 15 Lauf. Starte. Jetzt kommen wir, und jetzt sind wir von den besten Startern. Da sehen wir Martin Schmidt, der gleich vorne weg fährt. Aber auch hier in Burgkott, ein richtig guter Start. Kann er sich jetzt auf die 1 setzen? Das sieht mir gut aus. Uiuiui, da ist Michael König, der wieder weit. Martin Schmidt, wenn ich das sehe. Und nein! Jens Purkott hat sich gedreht, sehen wir da gerade. Wir schauen mal ins Mittelfeld, was da so abgeht. Oh, da haben wir sogar ein Lambo. Oder das Ferrari, ich weiß nicht. Oh, Jens. Nee, das ist nicht der Jens. Also, die fahren hier da alle so ein bisschen langsam jetzt. Ist jetzt irgendwie Pacecar-Phase oder habe ich jetzt was verpasst? Die ganze Reihenfolge stimmt hier auch gar nicht. Aber die fahren hier auf jeden Fall Rente. Okay. Kein Renntempo. Hier werden Reifen auf Temperatur gebracht. Okay, wir haben gerade eine Gelbphase, wie ich das lese. Weil dann hier es aufgehoben wird. Also es ist so wie ein Safety Car, aber das sieht jetzt schon wieder nach Renntempo aus. Oh, und da verbremst sich auch mal gleich der Dominik Small. Und der Dennis Erner, der ist da dran. Also so schnell kann es gehen. Also Gelbphase ist ja auch so. Da kommt das Feld. Alle sind nicht mehr dabei, wie ich sehe. Einer ist schon rausgeflogen. Ich kann gerade nicht gucken, welcher. So, Ferrari gegen Ferrari. Das ist jetzt hier richtig spannend. Ich guck mal eben nach, wer das war. Ist da unser Oh mein Gott. Oliver Kessler. Er ist leider Gottes schon raus aus diesem Sprint Race. Oh, das fällt natürlich auch für Jan Fuko. Der ist mittlerweile auf die 12 wieder vorgefahren. Halten wir ihn dorthin und gucken uns das mal an. Vor ihm, da geht richtig die Post auf ihn. Dann natürlich da. Und den haben wir hier noch. Der König, der hat auch da einige Prüfungen verloren. Und der Mann, die haben sich ja prüft in der ersten Kurve. Also irgendeiner muss sich da verbremst haben. Ich könnte leider nicht erkennen, wer von den beiden. Ich möchte jetzt keine Schuldzuweisung machen für das, was ich nicht gesehen habe. Aber wir sehen, Martin, mit seinem Kollegen Fried. Junge, und da an sein Kollegen, ja, Teamkollege ist es. Geht nicht, Teamkollege. Publikum. Fahrzeugdesign sah fast gleich aus aus der Ferne, aus unserem Pixelbereich. Wir schauen mal zu Michael Pregartner, da geht's richtig zur Sache. Und auch ein Simpsons-Auto, schauen wir mal, wer das denn ist. Der Ulrich ist es. Ulrich Windenmühle. So, kommt jetzt hier aber ein bisschen weit raus. Daneben ist der Michael Pregartner. Aber sieht so aus, als wäre er jetzt. Aber genau, da habe ich. Schauen wir mal, ob der Ulrich jetzt so eng taktisch hat durch späteres Bremsen. Bis er die Position holt. Er probiert, also mutig. Passt auch da hinten ebenfalls. Oh, da ist aber hier einer weit über den Körper gefahren. Ui, da hinten hat sich jemand gedreht, da gab es einen Unfall. Schauen wir uns mal an. Oh, hier ist aber einer weit über den
fies gefahren und dann kommt er zurück, bremst und da gibt es sogar noch Lichthupe und putsch. Wer ist das? Das ist der Alex Braun. Ne, der Andreas Braun, Entschuldigung. Ey, das ist natürlich ärgerlich. So, nächste Kollision habe ich gesehen. Da sagt mir mein Teil. Alarm, Alarm. Jetzt gerade nicht. Okay. Gut, dann bleiben wir erstmal hier und der Dominik Small macht das, was er eigentlich, so wie ich ihn kenne, eigentlich immer macht. Er fährt vorne weg. Über eine Sekunde Vorsprung vor Dennis Erler. Auf der 3 haben wir den Markus Arnold. Der ist ja von 6, wenn ich mich nicht täusche, gestartet. Unter 4 Danny Volkert. Auf der 5 haben wir den Robin Frischkopf. Sechs Steffen Hauenstein, der hat auch einige Positionen gut gemacht, aber der hat davon natürlich profitiert. Dass da sich ja so einige ja, entschärft haben, unter anderem auch jetzt Burkhardt. Mittlerweile auf der 4, auf der 8 der König, so 9, 10, 11, 12. Also das ist jetzt hier so eine Gruppe, da bleiben wir jetzt einfach mal. Der jetzt Burkhardt hat er jetzt schon den ersten überholt. Michael Frischer, Frischer. So, 1,57, 2 Schnellbrennrunde Dominik Smoy. Das ist eine ganz gefährliche Stelle, wenn der Vordermann eiskalt die Tür zumacht und man genau sehen wird. Da lacht keiner mehr. Eventuell nicht mal der hintere, weil da ist die Gefahr am größten, wenn man diesen Reifenstäbe fährt. Da Geschwindigkeit von 2 oder was fährt man da? 20 glaube ich. Gleich 0 und das war jetzt auch ganz schön knapp. Hier mit dem Michael. Aber es passt hier. Uiui, da hat sich einer verabschiedet. Ein Jens Erner? Kann das sein, der Jens Erner? Nee. Das ist der Fred Donke gewesen. Ich wollte zwar sagen, das ist doch das zweite Reno-Auto. So, hier ist alles noch unverändert, aber Kampf zu 3. Da bin ich jetzt spannend. Den Markus und den Danny. 12 Minuten, 30 jetzt noch, also gleich in Halbzeit schon. Im Sprint Race, wie gesagt, 20 Minuten Sprint Race, 40 Minuten Main Race. Jetzt dann gegen die Fahrt. Wenn zwei sich streiten, freut sich der hintere, nämlich der dritte, das ist nämlich der Robin Frischkopf. Und da geht es ja um die Meisterschaft. Aber zu seiner Beruhigung, der Steffen Hauenstein ist hinter ihm. Aber er hat auch 6 Punkte Vorsprung. Aber wer weiß, wie es nach diesen beiden Läufen aussehen wird. Aktuell das engste Duell, was ich hier gerade sehen kann auf meinem Bildschirm. Ja, es ist ein gleiches Duell, das soll ich ehrlich sagen. Aber das war eben auch ganz schön knapp, also da stand das Auto richtig, nicht richtig schwer, aber es sah schon aus, als würde sich das wegdrehen beim Dennis, neben Markus ist es. Hat der Dennis jetzt auch gerade versucht schon, aber er muss aufpassen, weil da hinten
Da sehen wir das nicht auf der Kamera. Aber auf dieser Kamera, da sehen wir noch auf dem Rücktop. Und mit dem ist auch nicht zu spaßen. Das ist auch eine Legende der Robin. Da kann man richtig schön fighten und ja, fighten wollte der Dennis auch mit dem Dominik, aber das sind schon 3 Sekunden, die er da Rückstand hat und er verliert Zeit auf die Gruppe, denn die kommt jetzt nämlich ran, und zwar deutlich ran, 3,5 Sekunden jetzt schon der Vorsprung von Dominik Small, also boah, was? Denn erst bei der Rennhalbzeit, 9,5 Minuten noch. So, wir gehen mal in Position 7, weil da wird es jetzt richtig spannend mit dem Martin Schmidt und dem Stefan Hauenstein. Und dann noch. Uiuiui, jetzt geht's hier aber richtig zur Sache. Kann jetzt hier nicht stimmen, wartet. Der Martin, da vorne haben wir Michael, dahinter haben wir Michael König. So, die beiden geben jetzt hier aber richtig feinen Kontakt. Ich kann die Zeit nicht erkennen, ich kann ihn noch nicht anwählen. Das ist der Stefan Hauenstein. Ist ja auch gar nicht so weit entfernt von der Meisterschaft. Kann auch nur 4 Punkte. Aber der Martin ist ja jetzt vorbei. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis der Michael König dran vorbei geht. Ja, das ging dann doch relativ schnell. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Er fährt und fährt und fährt und hat schon 4 Sekunden Vorsprung vor Dennis Erner. Also ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ich denke mal nicht. Ansonsten hat sich hier dieser tolle Dreikampf, den wir eben hatten, auch schon ein bisschen entschärft. Vielleicht kommt der Martin Schmidt mit dem Michael König nicht dran. Weil Jens Burkhardt hat ein paar Plätze verloren. Paar ist gut, er hat viele Plätze verloren. Wo haben wir ihn denn jetzt? Auf der 9 haben wir ihn. Okay, ich habe ihn verpasst. Da haben wir ihn. Stefan Hauenstein vor ihm, hinter ihm haben wir den Jan Baschnies. So, wir gehen mal zu Michael Trischer, weil der ist da mit den Ulbricht Windmühle am Fighten. Ja, und was sage ich, Dennis, Markus und Danny, also 2, 3 und 4, die kommen jetzt auch wieder, die sind alle unterhalb von einer halben Sekunde jeweils dran. Bleiben wir jetzt mal hier, weil wir wollen natürlich auch was von den etwas hinteren platzierten Fahrern was zeigen, wenn da natürlich Spannung ist. Jetzt eventuell Michael außenrum, das kann funktionieren, aber Ulrich kommt da ein bisschen die Tür zu. Leichte Fight-Berührung, die beiden Ferraris. Aber es passt, alles noch fair gewesen, keiner ist abgeflogen.
So, jetzt gehen wir aber mal auf 2, 3 und 4, weil ich, kaum habe ich es gesagt, jetzt sind sie auch wieder dran. Dennis Enner, Markus Farnhold und Danny Volkert. Ja, und der Dominik Smoll hat ja bei noch 4 Minuten 50 zu fahren 4,5 Sekunden Vorsprung, also Respekt, muss ich da mal ganz ehrlich sagen. Das Problem ist ja, er wird nachher ja von der 10. Position auf starten, wenn im Main Race, was dann 40 Minuten geht. Mal auf der Weg von Benny an. 4 Minuten noch. Also 3 Runden. Und ich stimmt gar nicht. 2 wäre der Dominik, ob der jetzt erfüllt hat. Und jetzt sind 3. Also es entscheidet sich eventuell jetzt auf einer halben Sekunde, wie das hier ausgeht. Jetzt gehen wir wieder auf 16, weil da ist jetzt anfängt der Michael Fröscher den nächsten. Diesmal ist es ein Nissan, das ist nämlich der Lauba. Kampf um Position 15 ist das hier. Ja, und mir war es so glasklar, dass ich es verpasse. Eddie Volker ist jetzt vorbei, gegangen an den Markus Farnhold. Hätte ich jetzt 20 Euro drauf wetten können, ich hätte den Einsatz mit Sicherheit verdoppelt. So, schauen wir mal, ob der Markus sich da eventuell die Position nochmal zurückholen kann. Gleich entscheidet sich auch, ob wir noch eine oder zwei Runden fahren. Und ich würde einfach mal sagen, wir fahren noch zwei Runden. Außer er macht jetzt wirklich schon ein bisschen langsam, der Dominik. Da hinten haben wir ihn ganz kurz gesehen, aber ansonsten ist er baby weg. Das ist jetzt aktuell sehr, sehr spannend. Aber die Abstände werden niemals größer. Ja, dann sehen wir jetzt, wie der Danny ihn da ein bisschen wegfahren kann, mit dem Dennis. Ja, also das bleibt hier unverändert, oder? Ach, guck mal, der Robby Puschkopf. Ja, ich musste auch jetzt dreimal überlegen, ob das hinhaut, aber es haut natürlich hin. Weil der hat ja noch die Chance.
da an den Markus vorbeizugehen. Die Frage ist ja jetzt natürlich, ja, Dominik, was machst du? Noch eine Runde oder jetzt abbrechen das Ding? Aber ich denke mal, wir werden noch eine weitere Runde fahren. 2, 1. Ja, eine Sekunde vor Schluss fahren wir nochmal eine Runde. Und ja, jetzt ist mit Sicherheit alles vorbei. Ja. Jetzt wird reingebremst, wo rein zu bremsen geht. Also wie gesagt, eine Runde fahren wir noch, Last Lap. Und hier geht es noch um Position 4. Den Vorsprung hätte es ja gehabt, ne? Um eine weitere Runde zu ersparen, die Fahrer. Aber eventuell ja zum Vorteil von Robin Fuschkopf zum Beispiel, die ja noch Chancen haben, sich zu verbessern um eine Position. Also das wird jetzt hier nichts mehr, außer wenn ihr jetzt in der Enge wirklich so spät bremst, da gibt es nur einen Unfall, also das sollte man vermeiden. Von daher gehen wir zu Dominik Small. Er gewinnt das Rennen. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg beim Sprint Race mit sage und schreibe 5,3 Sekunden Vorsprung. Ich glaube es nicht. Vor Dennis Erna. Auf der 3 Danny Volker, auf der 4 Markus Farnhold, auf der 5 Robin Fuschkopf. Wir machen eben die Top 10. Auf der 6 Martin Schmidt, auf der 7 Michael König, 8 Steffen Hauenstein, 9 Jens Pokort wird damit gleich von der zweiten Position auf starten. Und die Pole Position fürs nächste Rennen hat ein Schweizer eingefahren, nämlich der Jan Baschnies. Und die weitere Position ändert ihr bitte den unten durchlaufenden Timing. Das war das Sprint Race. Unten laufen jetzt nochmal eben die Platzierungen durch. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Main Race denn gleich wird, was dann 40 Minuten dauert. Das heißt, wir blenden nochmal ganz kurz Dakar ein, solange es noch nicht weitergeht. Ja, so sehr viel gibt es eigentlich von meiner Seite nicht zu erzählen.
Attention grid, all non-essential personnel leave the grid now. Ich weiß auch sonst nicht, wie die Sprintrennen so hier sind, aber ich denke mal, die sind genauso spannend. Ach ja. Mach mal einfach jetzt so ganz frech mal so ein kurzer Sendehinweis. Und zwar im neuen Jahr natürlich auch wieder die SR auch Multileague. Am 11. und 12. Januar 24 Stunden von Bathurst. Unbedingt mal einschalten. Ja, ansonsten ernimmt ihr die anderen Termine natürlich den Kalender auf simrace.tv. Immer ein Blick wert, mal vorbeizuschauen, was da so für Sendungen laufen. Zum Beispiel German Racer F1, Schwaffi 9. Lauf, Deutschland Rover, Profi Racing League, GT3 Masters am Hockenheim. Was haben wir noch hier? P1 GT Liga Rennen 9 in Sebring am 29. Haben wir hier noch im neuen Jahr, okay, das ist nicht aktuell, im neuen Jahr geht es dann weiter am 5. Januar hier mit den Jump Racers aus Ungarn, denn und, also eine Menge, ganze Menge erwartet euch. Falls ihr euch gesagt habt, ey, ich möchte die RSA-Rennen im verpasst habe, hier nochmal reinziehen, das könnt ihr natürlich in der Mediathek von Simrace TV. Müsst ihr einfach nur auf Service, dann Video on Demand, SRTV Library. Dann könnt ihr euch alle Rennen der Racing Speed Association angucken. So, das dauert jetzt hier alles noch einen kleinen Augenblick. Das mit den Fahrern eingestellt ist. So, gleich geht's weiter, krieg ich gerade gesagt.
würde mal sagen, wir gucken uns in der Zeit, wo hier nichts Großartiges passiert, beziehungsweise bis wir zum Rennen. Schauen wir uns einfach mal die Boxen aufhören, aber ich gucke, ob wir noch hier eine bessere Kamera irgendwie haben. Okay, dann bleiben wir bei dieser. Und ja, dann sind wir mal gespannt. Könnt euch jetzt natürlich einen Meisterschafts-, einen neuen aktuellen Meisterschaftsstand, nur die Chance, dass ich mich jetzt verrechne, größer als im Lotto zu gewinnen. Darum erspare ich euch das lieber, weil ich euch da falsche Informationen da preisgebe. So, eine Minute noch müssen wir warten.
grid. Will all non-essential personnel leave the grid now? So, da sind wir auch wieder. Und gleich geht's los mit den Main Race. 40 Minuten. Und die veränderte Startreihenfolge gehen wir gleich nochmal durch. Alles, was ab Position 11 ist, ist geblieben. So wie sie im ersten Rennen über Start und Ziel gefahren sind. So, aber wir konzentrieren uns jetzt gleich auf den Rennstart. Es geht in die Einführungsrunde und wir gucken jetzt erstmal, was denn so da passiert ist. Also auf der 1 haben wir den Jan Waschnitzki. Gott, oh Gott, oh Gott, da kann ich mir mit Sicherheit wieder was morgen anhören. Ich bin morgen den ganzen Tag gar nicht da. Hm, gut, dann halt am Samstag. Auf der 2, hier ist Gott. Auf der 3, Stefan Hauenstein. Auf der 4, Michael König. Auf der 5, Martin Schmidt. 6, Robin Fuschkopf. 7, Markus Farnhardt. Danny Volkert. Auf der 9 Dennis Erna und auf der 10 Dominik Zmoy. Da sind wir gespannt, wenn der jetzt gewinnt, der mit einem großen Vorsprung, der müsste jetzt bei der doppelten Rennlänge doppelt so groß sein, also 10 Sekunden. Dann fress ich ein B. Ja, ansonsten ist da alles geblieben. So, jetzt kommt über Start und Ziel. Wir nehmen uns jetzt mal diese Kamera und dann schauen wir uns mal an, wie der Start jetzt für euch am Anfang. Ja, da gab es schon ein, zwei Rempeleien. Schauen wir mal, ob es im Main Race genauso sein wird, weil normalerweise sind ja die zweiten Rennen ja immer die Rennen, wo es deutlich härter zur Sache geht, aber wir haben hier die doppelte Rennlänge, also vielleicht ist es hier umgedreht, dadurch, dass das Sprint Race so kurz ist. So, es wird noch ein bisschen eingeparkt, es wird ein bisschen gewendet, man sucht noch seine Plätze, aber jetzt scheint wohl so, als hätten sie alle 40 Minuten. Nürburgring, Main Race, Racing Speed Isolation, Beginn. Jetzt muss jetzt jemand auf der Start, jetzt geht. Aber das sieht mir nach da hinten auch schon wieder nicht so richtig gut aus. Ich glaube, ich habe da Qualmentwicklung gesehen. So, jetzt gucken wir uns erstmal das Feld hier an. Und das sieht aktuell gut aus, oder? Ein bisschen lag, aber das ist normal. Oh, da dreht sich ein Nissan. Ja, okay, es sind viele Nissans dabei. So, da kommen einige Nachzügler. So, wie sieht's hier aus? Jens Purkott führt. Jens Purkott führt aktuell. Also, jetzt leuchtet hier aber nicht alles. Die anderen Warnmeldungen. Wir gucken mal, ob hier irgendwo einer zerschellt liegt. Nee, aber es hat den Fried Dunkel getroffen, unter anderem. Oh, hier dreht sich fast einer, der Oliver Getzer, und der schlägt ein, der ist ja eben nicht sehr weit gekommen. Uiuiui. Ja, jetzt Foucault führt.
hätte ich nicht gedacht, aber das kann sich alles ändern, weil dahinter ist ein schneller Schweizer. Da haben wir hier noch ein Bild. Ah, das ist ein Bild. Der Chip rum und Chip ist im digitalen Brennen. Denn auch noch im gleichen Gruppen. Also das ist gar nicht so einfach für mich, aber es wird schon alles passen. Hoffen wir uns auch hier mit Martin Schmidt und dem Robin Kutzkopf. Sehr, sehr gut aus der Eingekarte, aber ich meine, ich könnte mal eben kommen. Ja, also hier liegt zumindest keiner zerstreut. Gucken wir uns mal das hintere Feld an. Aber da läuft auch alles ohne Probleme. Also die Stelle hätten wir damit dann auch schon wieder geschafft. So, können wir uns rein theoretisch auch schon die nächste Stelle angucken. Da ist nämlich Turn 1 hier. Dann geht's aber richtig zur Sache. Das ist nämlich Danny Volker. Das ist natürlich ja jetzt auch erstmal wieder nach vorne, weil er so nichts Neues hat beim Start. Er schaut ja beide und ist dann nur eine Position geworden, so einfach so anklopfen. Beides mal, aber das ist auch gut. Wir wissen manchmal beim dritten Mal ist der komplett Game Over, dann wird er jetzt wieder gedreht. So, da haben wir auch Dominik Small gerade im Bild gehabt, ganz kurz. Ja, wie stark. Da schalten wir mal hinter alles gerade richtig spannend mit dem Fried Donke. Oh, da gibt es einen Ferrari. Da ist ein Ferrari Team gegangen. Oder konnte es abfangen? Ich konnte es auch gar nicht erkennen, welcher. Es war einfach nur A, weißer. Uiuiui, jetzt geht aber der Fried Donke nochmal fliegen. Wahrscheinlich ein bisschen zu weit rausgekommen. Oh, Bisher musste da auch ganz schön aufpassen. So, jetzt Foucault führt auch die zweite Runde an. Der 3 mittlerweile Martin Schmidt 4, Robin Kutschkopf 5, Michael König 6, Markus Hasenholz. So, Danny Volker, eieiei, das ist eine schöne 5er-6er Nissan-Gruppe hier. Da bleibt die, wir bleiben bei Danny, weil dann haben wir den kompletten Rundumschwung. So, wer versucht hat, Dennis Erner versucht es da. Ne, Stefan Hauenschmidt, Hauenstein, versucht es an, Dominik Schmoll. Oh, da hat er schon aber irgendwie gehabt, ja. Da geht sogar der Dennis Erner auch noch mit vorbei. Oder? Die Kurve ist eine Rechtskurve und das sollte nicht passen. Doch, das passt. Also dann ist Anna jetzt auf der 9. Position. Gehen wir wieder zu dieser lustigen Gruppe hier. Beides Teamkollegen, aber hängen alle natürlich in einen Channel, von daher Team Order mäßig, da wird es nicht viel geben. Denke ich mal, aber ich weiß ja nicht. Dominik, das geht schief. Nee, doch nicht. Oh Gott. Dennis Erner, denken Sie, ist auf Platz da. Und, Dominik, voll fliegt ab. Dominik, das ist sehr, sehr riskant, was du da machst. Aber dann müssen wir natürlich keine Zeit und Position verlieren, aber
Ja, das gucken wir uns nochmal im Replay an. Ja, da gucken wir gleich den Schubser und dann kommt der Fußball raus, einzeln auf den Gas. Das war vermutlich der Fehler. Und dann denkt er sich, uiuiui. Benz knallt dann aber richtig schnell im Rückwärtsgang, aber das ist auch sehr gefährlich, was er hier gemacht hat. Ja, das war sehr, sehr knapp. Und ich muss sagen, nee, ich ziehe ihn da noch nicht ab. Es kann noch alles Mögliche passieren. Aber ja, Jens Purkott führt immer noch unverändert. Guck mal, Martin spielt auf der 2, haben wir jetzt genug den Jens gezeigt. Auf der 3 haben wir unseren, mein Lieblingsschweizer. Auf der 4 Michael König, auf der 5 haben wir Markus Farnwald. 6 Robin Fuschkopf, 7 Dennis Erler, 8 der Danny Volker. Auf der 9 den Stefan Hauenstein, der versucht es jetzt an den Danny. Wow. Das geht nicht gut, das ist nicht weit. Das wäre jetzt auch fast in die Hose gegangen. Aber das hat gepasst hier. Da hat er den Niveau ein bisschen zu spät gebremst, also, aber konnte es noch abfangen. Wir auch sehen, dass der Ferrari von Jens Erler auf der 10. Position nicht rankommt. Also, das wird ebenfalls noch spannend. Ich guck mal eben das kurz hintere Feld, was da nicht ist. Ja, geil. Ah, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, der Michael, der ist wieder mit dabei. Wir schauen uns jetzt mal gerade ein paar hintere bei Camp an. Oder nee, warte, wir gucken. Danny, der hat schnellste Rennrunde. Das sah mir auch nach einem Angriff aus. Er versucht an, wie der König, wie Robby Frischkopf, verdreht sich die Beine eigentlich nur. So, der Dennis Erner möchte natürlich nochmal mitmischen. So, der Danny geht jetzt erstmal hier locker fröhlich vorbei. Aber der Robin denkt sich, nee, das gibt es nicht. So. Damit den heute auf der 6. auf dem 7. Robin Frischkopf 8. Erner. Einmal kurz Lichthupe von Robin Frischkopf.
So, jetzt muss ich mir mal eben wirklich angucken, ob hier wirklich nur Ferrari und Nissan fahren. Auch Nissan. Okay, das ist hier eine Ferrari Nissan Challenger anscheinend. Aber okay, das passt. So, Martin Schmidt, kommt er da ran? Wir gucken mal auf die letzten Runden, dann wissen wir es. Dauert aber ein bisschen, bis ich die Daten habe. Ja, der kam jetzt eine halbe Sekunde ran an Jens Purkott. Schauen wir mal, aber der Vorsprung ist noch 1,2 Sekunden, also da ist es noch spannend, garantiert. Der Markus ist wieder mitten drin statt nur dabei, er versucht es jetzt hier an den Schweizer. Wir bleiben jetzt hier einfach mal. Hier haben wir einen guten Überblick. Den Dennis, Erna und den Volker. Probleme klappt. Oh, da hat sich der denn hier ist aber auch gerade mit Sicherheit erschrocken. Ich hoffe, ihr habt jetzt gerade kein leckendes Bild. Ich hab's komischerweise. Ich weiß es aber gerade nicht warum. Ich gucke mal eben nach. Okay. Ich hab's gelöst. Es lag an mir. So, hier ist nichts passiert. Jens Purkott ist immer noch vorne, aber nur noch 0,6 Sekunden der Vorsprung auf Martin Schmidt. Da holt jetzt immer mehr auf, das heißt, wir gehen da jetzt mal hin. Kurz vor einer Rennhalbzeit. Okay, 24 Minuten noch, 25. Also 3/8 der Renndistanz haben wir schon mal hinter uns. So, oh, jetzt gibt es einen leichten Abschluss. Dann ist das, was ich meinte, wenn man da ein bisschen zu spät bremst. Ah, zu Recht auf die Lichthupe, das hätte nicht sein müssen. Aber immer noch besser als ein kompletter Abflug oder so. Einschlagen, dass das komplette Auto ein Kernschrott ist. Außenruf? Nee, nee, das hat nicht gepasst. Next try, jetzt innen. Oh, geht sogar über den Gras. Oh, ist das Hammer.
Das haben wir knapp. Oh, jetzt verliert er wieder ein bisschen. Muss ich ein bisschen weit rausfahren. Das kostet alles Zeit. Denkt ihr, Michael Königer, macht mal so weiter. So, jetzt ist er wieder dran und muss ausscheren. Jetzt! Ich guck da gar nicht hin. Also. Der Arti, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, der ist in meinem Alter. Und der Jens, der hat da schon ein paar Jahre drauf. Ich glaube, der ist. Oh, jetzt will ich natürlich nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall doppelt so alt als der Marty. Jetzt aber, oder? Nee. Oh, butsch, butsch, macht's da. Und jetzt lüftet der Robin. Ach, eiskalt, guckt euch das an. Guckt euch das an. Der, nee, das ist gar nicht der Robin, das ist der Michael. Oh, Freeride jetzt hier, das kann nicht gut gehen. Oh, jetzt, das, doch, das zweite Rennen ist immer. Ui, jetzt verabschiedet sich der Michael. Und überschlägt sich sogar. Eieiei. Oh. Ja, heavy. Der hängt da fest. Aus. Das gucken wir uns nochmal an. Aber ich muss wieder raus. Ja, schon der Kampf ist vom Martin. Und dann. Ja, das ist das eigentlich, was dem jetzt nicht passieren sollte. Eieiei. Und dann fliegt er auch ab, sag ich euch. Da kann er sich in die heißen Stapel von innen drin angucken. Ja, er hat leider Gottes auch schon aufgegeben. Geht noch ein Auto. Der Hoppe fährt noch. Oh, hier muss auch irgendwas passiert sein mit Dennis Volkert und Dominik Small. Sind aber weit zurückgefallen. Achso, Rossi, ist das? Ah, Boxenstopp-Fenster, würde ich jetzt mal ganz frech sagen. Oder? Jetzt eventuell an die ausgefallenen Fahrer, die den Stream schon gucken, könnt ihr mir das mal ganz kurz sagen? Ich habe das im Reglement jetzt gerade nicht gefunden. Ja, und wer führt? Es ist immer noch Jens Pukot. Dann mit 0,9 Sekunden dahinter Martin Schmidt, den wir im Bild haben. Auf der 10 haben wir Jan Baschnis. Ich krieg's nicht, Entschuldigung. Also, ich sag auch nur Jan. Das. Auf der 4 Dennis Enner, auf der 5 haben wir den Markus Farnholz. 6 Robin Frischkopf. 7 Jens Erner. Auf der 8 haben wir Arne Bachem, auf der 9 Michael Tröscher, oh, sehr gut, und auf der 10 Michael, nee, Half Mindwegen. So, jetzt haben wir hier einen Kampf um die dritte Position, der Jan gegen den Dennis.
denke, es gibt es denn doch mit den Boxen zu fürchten. Ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen verwundert, aber okay. Ja, das wird denn ja erst noch recht spannend. Wenn es noch mit Boxen stoppt. Oh, das, die haben sie aber auch knapp bemessen. Über alle vier Reifen gewechselt werden, oder wie verstehe ich das? So, Martin Schmidt fährt da jetzt los und die beiden hier im Einklang, oder? Oh nee, der Dennis musste warten, das gibt es nicht. Gibt's nicht, die hatten den doppelten Boxenplatz. Eieieiei, da wird sich der Dennis ärgern, dass die zeitgleich reingekommen sind. Oh, 25 Sekunden verloren. Da haben wir ihn jetzt. Schau mal, wo ist er rausgekommen? Er ist auf Position 9 rausgekommen. Echt 10 Minuten haben wir noch. So, wann kommt die Gruppe rein? Die muss auf jeden Fall rein. Ah, der Jan kommt nicht rein, aber dafür der Robin. Jetzt kommt aber hier. Dann gucken wir mal beim Martin. Also von den Boxenstops her hat Martin gewonnen und damit müsste er die Führung auch für sich denn haben. Ich weiß nicht, war der Jürgen Engelhardt jetzt schon drin? Er hier auf jeden Fall noch nicht. Und. Aber vom Boxenstopp, der hat Jens leider Gottes eingesetzt. Okay, ich finde es nicht im Reglement. Ich habe es gerade nochmal versucht, in Schnellformation durchzulesen, aber ich finde es wirklich nicht. Also ich. Ja, okay. Gut, so, jetzt hier aber wieder zurück zu den Boxenstops. Dann der Michael Fischer ist ja jetzt an der Box. So, ich würde doch mal echt das Boxenstop-Fenster installieren. Thank you.
Dominik Small. Schauen wir mal, wo er jetzt hier rauskommt, der Michael. Und das ist Position 13 aktuell. Ja, denn der Jan Stark kommt jetzt auch an die Box. Das Ende ist noch weit weg. Oh, die beiden geben es hier richtig. André. Das müsste André sein. André Braun. Ahne, mein Gott, ich krieg's nicht hin. Das ist hier der Kampf um Position. Ja, das wechselt aber noch so ein kleines bisschen. So wie ich das jetzt hier aktuell sehe, ist es der Kampf um Position 15. 12 Minuten haben wir noch. So, und da gibt's den leichten Anschubser und leider Gottes damit auch den Dreher für beide. So, und BMS Racing Teamkollege Borkowski oder Borkowski, ja, geht da mal an seinen Teamkollegen vorbei. Wenn zwei sich streiten, freut sich halt der Dritte. Da wird mir der Love mit Sicherheit zustimmen. So, wie sieht's vorne an der Spitze aus? Jürgen Engelhardt führt da jetzt aktuell. Dann auf der 2 Martin Schmidt. Haben wir denn... Da haben wir ihn. Kommt raus aus der Box. Der Jan. Oh, da ist auch schon ein bisschen eingedellt. Also, das sieht nicht mehr so Nissan-Neubau aus. Dominik Small, ja, 9. Platz. Ganz gerne auf der 10. Haben wir hier in der Box Laubach, Michael Laubach, jetzt weiß ich auch endlich seinen Vornamen. Lotto GT Racing. Tuna als Sponsor, okay. Ist auch mal was Ausgefallenes. Schauen wir mal, wo er hier rauskommt. Sollte 19. Position werden, oder geht er der Jan Jari Stark noch vorbei? Nee, das sieht aber nicht so aus. Ach, das ist die 18. Wieso ist das denn hier durcheinander? Ich verstehe es nicht. Das ist der Ulrich gewesen. Der geht aber nicht mehr durch. So, aber er muss jetzt hier langsam mal in die Box kommen. 10 Minuten. Also jetzt langsam... Oder war der schon in der Box? Nee, das kann nicht sein. Das wäre ja ein Weltwunder. Habe ich da jetzt echt einen Boxenstopp verpasst von ihm? Guck mal eben nach, wir haben ja gerade ein bisschen Zeit. Sehe ich jetzt natürlich nicht, ne? Das ist damit so glasklar eigentlich. Naja, okay, gut. Wie es auch so sei, der Martin Schmidt kommt aber ran, das weiß ich. Und da geht's um die Führung. Thank you.
Ja, also, wir haben es gerade im Bild gesehen, dass der Martin da vorbei ist. Ich bin mit diesem Life-Racer, muss ich ehrlich gesagt, ein bisschen überfordert. Aber nur ein kleines bisschen. Ich weiß hier nicht, wie ich den Podcast da drauf finde. Mir irgendwie. Immer zu hoch mit diesem Tool, ich kann das Ding nicht bedienen. So, gelbe Flagge, Sektor 3. Wer hat's da? Aber da ist keine mehr. Das war aber mal die siebte Position. Gucken wir mal. Ui! Das ist der. Butch. Ja, das war nicht der. Das ist der Finders, da muss er den Notausgang nehmen. Aber dann knallt er aufs Gas, obwohl da. Also, man sieht, dass da der Gas kommt und. Nee, das hätte nicht sein müssen. Muss mal gucken, was die Race Control im Nachhinein dazu sagt. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die 6,5 Minuten, die wir jetzt noch haben. Hinten wird es jetzt auch spannend wieder. Okay, Kara und wer ist es da? Braun. Aber vom Mittelfeld. Das war auch jetzt eben ganz schön. Okay. So, ich habe auch schon prompt den nächsten Zweikampf. Wir gehen da mal hin. Das ist nämlich hier unser Schweizer Young gegen den Danny Volkart. Halbe Sekunde zwar aktuell, aber es war eben schon mal bei 0,2. Ah. Jetzt verkürzt er sich gerade. Kann natürlich auch sein, dass der gerne im zweiten Sektor nicht so gut ist. Was erzähle ich vom Jan? Der Danny holt aktuell nicht so stark auf, aber jetzt wieder im dritten Sektor an den Stefan Hauenstein so rum. Oh mein Gott. Ja, ich muss meine Entschuldigung sagen, ich bin schon ein paar Stunden auf dem Ball. Seit heute Morgen um 4, also ich. Kann man da auch nicht mehr so richtig klar denken und vermutlich habe ich diesen Punkt mit den Pflichtboxenstopp auch überlesen. 1,5 Minuten, aber der Jürgen ist immer noch nicht an der Box gewesen. Okay, hm. So, nächste Runde, aber da muss es denn klappen. Weil das ist dann auch schon die letzte Runde, denn Täusche.
Okay, jetzt ist Jürgen an der Box, sehe ich. Weil er verliert Position um Position. Oder? Nee. Wird keiner als in der Box angezeigt. Doch, er war in der Box. Zweieinhalb Minuten. Hinten richtig zur Sache hier. Habe ich gerade gesehen, der Jan, der Nick und Jürgen Engelhardt, die sind da noch am Fighten. Und ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt die letzte Rennrunde. Ja, hier geht es noch um die letzten Pünktchen. Ja, das sind die letzten Pünktchen hier. Aber hier reicht es nicht, wenn Dominik außen ist, sowieso mit so einer Sache. Jens Burkhardt ist tatsächlich auf die 3. Hat 9 Sekunden Vorsprung auf den Steffen Hauenstein. Also das sollte er jetzt eigentlich nicht mehr wegschmeißen. 30 Sekunden sind's noch. Zwölf Sekunden Rückstand auf den Robin Frischkopf. Aber ich würde mal sagen, die ersten Tiere stehen fest mit Martin Schmidt, Robin Frischkopf, Jens Burkhardt und Stefan Hauenstein. Aber wir schalten erstmal zu den Stefan, weil der kommt jetzt gleich über Startziel. Zu Martin, mein Gott. Oh, ich schlaf. Ja, und damit gratulieren wir Sieger des Main Races hier am Nürburgring, Martin Schmidt. Herzlichen Glückwunsch. Auf der 2 haben wir einen Robin Fritschkopf. Auf der 3, oh, unglaublicherweise, Jens darf sich gleich selber interviewen. Jens Burkhardt. Auf der 4, hier wird es auch nochmal spannend. Ist es jetzt nun Hauenstein oder Volkert? Aber es wird der Hauenstein sein. Auf der 5 dann Volkert. Auf der 6 haben wir dann Markus Anholt, auf der 7 Arne Bachel, 8 Jens Erner, 9 Michael Tröscher, 10 Dominik Small, der ist denn da tatsächlich noch vorbeigegangen an den Jan, auf der 12 Jürgen Engelhardt, auf der 13 Dennis Erner, 14 Andreas Braun, 15 Lars Borkowski, 16 Oliver Ketzer, auf der 17 Günther Karrer, auf der 18 Michael Laubach, 19 Ulrich Windmühle, so rum. Auf der 20 Jari Stark, 21, jetzt muss ich erstmal mit dem Timing wieder nach unten. Auf der 21 haben wir dann den Chris Checker. Ich kann's nicht aussprechen, sorry, aber das um die Uhrzeit nicht. So, dann haben wir den Fred Donkel sehr viel Pech gehabt im Rennen auf der 22. Position und auf der 13. haben wir Ralf Binwegen. So. Jetzt warten wir eigentlich nur noch drauf, dass unsere Interviewgäste kommen.
doch, sie kommen jetzt von selbst. Mehr oder weniger. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die so einfach ziehen kann. Das ist ja auch so eine Sache. Unten läuft währenddessen nochmal das Timing durch. Ah, sie kommen von selber. Gut, dann brauche ich nichts zu machen. Ach, da haben wir auch schon den ersten. Das ist auch noch ein Schweizer. Jetzt geht's aber ab hier. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wen haben wir denn alles hier? Dennis Erna, Danny Volker, Dominik Smoy, Jens Erna, Martin Schmidt, Robin Frischkopf. Und der Jens Prokop müsste jetzt eigentlich auch noch kommen. Und dann müssen wir sie eigentlich alle haben. Den Arne haben wir jetzt noch hier. Oder kommen alle? Fragen wir mal so rum in der Runde. Ich weiß nicht. Nee, nur Podien von beiden laufen. Sowohl normales Podium als auch Geek Cup normalerweise. Aha. Aber das wird uns ja der Jens erstmal nochmal näher bringen. Hallo Jens. Hi. Ich bin sogar berechtigt hier, was für ein Zufall. Ja, ja, und du hast es tatsächlich geschafft, kaum kommentiere ich hier einmal, hast es ins Top 5 Quali geschafft. Ja, das auch noch, ja. Grandios. Wir haben hier, glaube ich, ein straffes Programm. Vielleicht möchtest du einfach die Interviews durchziehen, weil ich bin noch so ein bisschen unter Druck. Ja, okay. Wenn du die Zeit hast, natürlich. Wir machen erstmal mit dem Main Race, weil vielleicht kommt er in mein Gedächtnis wieder zurück, wer denn eigentlich das Quali Race gewonnen hat. So, Main Race hat den dritten Platz belegt. Ja, ich sogar. Ja, verdammt. Ja, ja, erzähl mal. Du hast ja lange Zeit geführt und dann beim Boxenstopp hast du die ganze Zeit ja leider Gottes verloren. Was hast du da falsch gemacht? Schaden repariert? Nee, den habe ich eigentlich ausgeschaltet. Ich glaube, ich habe einfach 10, 12 Liter zu viel getankt und der Robin scheint in der Zwischenzeit wirklich tolle Rundenzeiten gefahren zu sein. Letztendlich, gut, P3 ist mehr, als ich eigentlich erwarten konnte. Hatte da enge Fights vorne mit Martin, was sich ja vorhin schon für die Kontakte entschuldigt. Da nur eben als Anmerkung, in Silverstone bin ich 15 Runden hinter dir hergefahren und war sekundenschneller als du und habe dich nicht einmal berührt. Und du kommst zweimal zu mir ran und fährst mir viermal ins Auto. Das fand ich einfach sehr, sehr ärgerlich an der Stelle. Aber egal, nichtsdestotrotz warst du schneller als ich und deshalb war es auch okay, dass du da vorne rumfährst. Den Rest habe ich nur noch verwaltet. War okay. So, ja, dann kommen wir auch schon zum Zweitplatzierten. Das ist nämlich, jetzt müssen wir Switcher-Deutsch reden. Das ist nämlich der Robin Frischkopf. Jo, hallöchen. Aber wir brauchen jetzt keinen Dolmetscher, oder? Nee, das klappt schon, das bin ich mich gewohnt. Alles klar. Ja, Robin, zweiter Platz. Ich meine, gutes Ergebnis, nachdem ja der Michael König ja leider Gottes ausgefallen ist. Hast du das irgendwie mitbekommen, was da passiert ist mit dem Michael? Ja, das habe ich mitbekommen. Wir haben ja natürlich auch den Team-Chat, also Whispern im Teamspeak, und da plötzlich habe ich nur noch Fluchen gehört. Und dann habe ich ihn auch schon gesehen. Ja, dann habe ich ihn auch schon gesehen auf dem Dach, auf der Leitplanke. Also wenn das ein echter Rennsport gewesen wäre, da muss man schauen, ob er noch gelebt hätte. Nee, es war natürlich ärgerlich fürs Team. Auch der Rösti wurde von irgendwem abgeräumt. Ist dann, also der Patrick Fügisthaler, mein anderer Teamkollege, ist dann auch voller Wut rausgegangen, obwohl da sicher noch was möglich gewesen wäre. Jo, und ich habe halt mir von der Strategie zurechtgelegt. Also ich bin mit 115 Liter losgefahren, hatte den Superstart, wurde dann aber kassiert, weil ich halt schon sehr, sehr schwer war. Aber ich konnte immer so ein bisschen den Anschluss halten und nachher habe ich halt profitiert, weil ich habe 0 Liter nachgetankt. Ja, so kann man es natürlich auch mal, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt im Reglement gar nicht gefunden, das mit dem Boxenstopp, hat mich selber gewundert. Aber okay. Ja, dann kommen wir zum Sieger des Main Races, das ist nämlich Martin Schmidt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und das ist nicht der Skispringer Martin Schmidt. Der wird nämlich mit D geschrieben, hier. Und, ja, Martin.
Im ersten Rennen hat es ja nicht so geklappt, aber dafür jetzt im zweiten Rennen. Wie groß ist die Vorfreude jetzt aufs nächste Rennen? Ja, also natürlich erstmal danke nochmal. Hey, du bist erstens der Erste, der auf den Joke kommt hier mit Martin Schmidt und so Skispringer. Also die Vorfreude aufs nächste Rennen ist gar nicht so groß, weil ich jetzt wieder weiß, was ich an Gewichten drauf kriege. Das werden wieder um die 50 Kilo sein. Damit werde ich mich wieder richtig rumärgern müssen im Training. Aber ansonsten hatte ich halt im ersten Lauf das Problem, dass ich ab 100 Meter nach dem Start komplett Standbild hatte. Also so zum Anbremsen drum bin ich da anscheinend komplett durchgeschossen. Ich weiß nicht, wie es hergegangen ist. Ich stand auf einmal dann im Kiesbett. Auf jeden Fall im zweiten Rennen, also Robin hatte die gleiche Idee wie ich oder ich die gleiche wie er, wie man es auch nimmt. Ich hatte bloß 120 Liter gleich mitgenommen und dachte mir, ja gut, du brauchst knappe 65, also musst du 130 kalkulieren, tankst du noch 5 Liter oder 10 Liter drauf. Und das war genau das dann, wo mich der Robin fast noch kassiert hätte. Also ich hatte 3 Sekunden Standzeit wegen dem Sprit extra. Also da hatte ich dann schon richtig, ich sah schon an der Box, als ich vorbeigekommen bin, der Robin fährt schon. Und dann ist mir das Herz richtig in die Hose gerutscht, weil ich weiß, wie schnell er ist. Ich habe mir schon das ein oder andere Mal die Zähne ausgebissen an ihm. Und ja. Es hat geklappt. Ja, ich muss vielleicht noch sagen, ich hatte einfach zu viel Zeit verloren mit so Zweikämpfen. Ich hatte auch einen kleinen Rempler mit Danny Volkert und da habe ich auch ein bisschen Zeit liegen gelassen. Aber ja, Sats Racing und sicher toll für die Meisterschaft, diese Punkte. Das auf jeden Fall, wie es da aussieht, da merke ich gerade, oder fällt mir gerade so ein, das bin ich gar nicht durchgegangen. Naja, egal. Wird sich einiges verändert haben jetzt auf jeden Fall. Und so, jetzt, mein Gedächtnis sagt mir, das Quali-Race oder das Sprint-Race hat Dominik mal gewonnen. Vollkommen korrekt, aber vielleicht fangen wir mit Platz 3 an. Das war nämlich der Danny Folkert. Endlich mal wieder auf Ja, dem Podium. das. Ja, 3 und 2, das habe ich schon wieder vergessen in der Dreiviertelstunde. Ja, dann fangen wir mit dem Danny an. Danny, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz im Sprint Race. Danke, danke, Christoph. Und auch dir ein großes Danke, dass du das heute Abend für uns machst hier. Ich kann nur sagen, es war ein fantastisches Rennen, fantastische Zweikämpfe, auch wenn es ein bisschen Beulen gab. Ich glaube, das war ganz gerecht verteilt. Und so wie die Podien aussehen, so ist es auch in Ordnung. Ja, was war denn da mit dir jetzt eigentlich noch los mit den Dominik? Ihr hattet euch da jetzt zum Schluss ja irgendwie noch in den Haaren, ne? Ihr seid ja weit zurückgefallen. Nein, Oder? kann ich nichts zu sagen. Nee. Ich habe schon Halluzinationen, ich sehe es schon. Dann war es wahrscheinlich sehr aufregend, ne, was du gesehen hast. Ich hoffe es zumindest. Ja, kommt davon, wenn man schon 19 Stunden wach ist. Ist Oh. klar. Ja, aber wir ziehen es durch. Ja, ansonsten nächster Lauf. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht, wo der stattfindet, aber mit Sicherheit irgendwo in Europa, ne? Lass uns doch einfach mal mit Platz 2 weitermachen, weil ich habe es nämlich hier gerade vor mir. Bei 19 Stunden greife ich dir da mal unter die Arme. Das war der Dennis Okay. Erner, bei dem ich mich nochmal eben kurz entschuldigen muss, weil ich habe auf seinem Boxenplatz gestanden und ja, damit, glaube ich, sein zweites Rennen versaut. Aber das erste Rennen P2, Dennis. Ach Gott, was soll ich dazu sagen? Erste Rennen P2 hatte ich eigentlich auch so gar nicht mitgerechnet, weil so von den Hot Laps war ich vielleicht auf 11 oder auf 12 nur. Aber ich bin recht gut durchgekommen. Der Markus, der hat ein bisschen gedrückt von hinten, einmal ganz kurz, aber da konnte ich dann zum Glück die Linie zumachen. Ja, oder Danny, wenn der war, glaube ich, zum Schluss hinter mir. Aber dann hat dann zum Glück für mich gereicht, ja. Sehr gemütlich. Genau, Ja. dann haben wir noch den Gewinner, das war der Dominik Smoll. Denk mal, das war hier ein Start-Zielsieg bei dir, oder? Ich hatte die Pole Position, habe sie bis ins Ziel gerettet und habe natürlich profitiert davon, dass 32 da behakt haben und konnte relativ entspannt mein Rennen nach Hause fahren. Fürs Hauptrennen entschuldige ich mich auf jeden Fall schon mal. Ich habe da so ein bisschen Mist gemacht. Die Jury wird auf jeden Fall ihr Urteil fällen. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Christoph, soll ich dir unter die Arme greifen beim G-Cup, weil ich habe sie gerade vor mir. Ja, ich sag mir jetzt sowieso gerade gar nichts. Gut, das Schöne ist, wir haben zweimal das absolut identische Podium.
Das heißt, wir können immer direkt beide Rennen abfragen. Und zwar ist in beiden Rennen der Michael Tröscher auf den dritten Platz gefahren. Michael, lange wieder mal nicht dabei gewesen, endlich mal wieder hier und dann direkt zweimal Podium. Und du bist gar nicht da. Er hat es gar nicht mitgekriegt. Er hat die Verbindung schon getrennt. Ich hoffe, er ärgert sich fürchterlich, wenn er morgen sich den Stream anhört. Apropos ärgern, der Jens Erner ist in beiden Rennen auf dem zweiten Platz gelandet und ich habe gerade mal so zugewispert bekommen, dass er sich besonders im Hauptrennen da nicht so wirklich drüber freuen kann, oder? Überhaupt gar nicht. Ich habe, glaube ich, das ganze Hauptrennen war ich Erster, also in der Klasse, aber dann der Arne hat so von hinten gedrückt und in der letzten halben Runde hat er mich dann noch überholt. Da haben meine Reifen nicht mehr mitgemacht, aber okay, so ist das. Auch nicht schlecht. Damit haben wir eine Situation, die mich ganz persönlich sehr, sehr freut, denn das RSA Founder Team, einer der Gründungsväter, fährt hier heute einen Doppelsieg ein. Ein Riesenapplaus für Arne. Glückwunsch, Genau. Meister. Gratuliere. Gab es auch noch nicht in der Geschichte. Nee. Coole Sache. Erzähl. Ja, es hat einfach astrein gepasst alles. Jetzt gut, zweiten Rennen, das mit dem Jens, das war jetzt natürlich noch Glück, dass er da leicht unten in der Spitzkehre schlechter rauskam und ich besser. Und ansonsten hat alles gepasst. Trotz eines schwerwiegenden Fehlers eigentlich im Hauptrennen bin ich noch vor 16 zurückgefallen, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat alles hingehauen. Ein Traum. Coole Sache, mach weiter so. Ich grinse im Kreis. Ja, damit spiele ich den Ball mal wieder zurück an den Christoph, wenn du hast heute verdienterweise das Schlusswort. Ja, ich habe jetzt denn doch endlich Urlaub und wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Danke. Danke, Christoph. Danke, Christoph. Danke, Christoph.